Ja Leute, ihr seht richtig. Wir sind hier bei einem neuen Harry Potter Tierlist Video auf meinem Kanal. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank für das ganze positive Feedback der ersten beiden Tierlist Videos. Ich war wirklich sehr überrascht und freue mich natürlich darüber. Deswegen werde ich das Ganze jetzt auch relativ regelmäßig weiterführen. Mit relativ regelmäßig meine ich so einmal die Woche ungefähr. Ich habe mir den Sonntag dafür rausgepickt und zwar immer um 18 Uhr. Weiterhin wird euer Feedback aber auch sehr wichtig sein, weil, naja, dann weiß ich, was euch gefällt, was euch weniger gefällt. Und eine Sache, die ganz, ganz oft in den Kommentaren vorgeschlagen wurde, war, dass ich mal die verschiedenen Hogwarts-Professoren ranken soll. Gesagt, getan, Leute. Und hier seht ihr einmal das heutige Tierlist-Ranking. Ganz oben in der Bewertungsskala haben wir einmal Lieblingslehrer, gefolgt von kann mir gut was beibringen, gibt Schlimmere, muss mich durch den Unterricht quälen, lerne nix und Verbrecher. Die hier angegebenen Lehrer sind nicht vollständig und es sind zwei Ausreißer dabei. Das liegt daran, weil ich diese Tierlist nur minimal selber verändert, aber nicht komplett neu bearbeitet habe. Deswegen sind Madame Pomfrey und August Filch mit dabei, die ja einmal als Heilerin und einmal als Hausmeister arbeiten. Ich bewerte sie trotzdem, als wären sie Lehrer quasi. Und genau, dass ihr da Bescheid wisst. Und noch eine letzte Info, bevor es endlich losgeht. Bei den letzten beiden Tierlist-Videos wurde mir ganz oft vorgeschlagen oder beziehungsweise gesagt, Daniel, mach doch einen Link in die Infobox, damit wir diese Tierlist selber spielen können und das dann besser vergleichen können. Ja, Leute, das habe ich beim letzten Mal tatsächlich nicht vergessen, sondern ich wusste es nicht besser. Ich wusste nicht, wie das geht. Jetzt weiß ich aber, wie das geht, deswegen schaut mal in die Infobox und ihr könnt theoretisch zeitgleich mit mir diese Tierlist einmal durchranken. Bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze bewerten werdet, aber naja, erstmal schauen, wie ich das jetzt bewerte. Los geht's. Als erstes in der Liste haben wir den guten Mad-Eye Moody. Das ist natürlich jetzt relativ schwer zu bewerten, weil wir ihn im vierten Teil zwar als Lehrer gesehen haben, aber er war ja nicht wirklich Mad-Eye Moody, sondern Barty Crouch Jr. Im fünften Teil haben wir dann ein bisschen mehr von seinem Charakter und auch von seiner Art mitbekommen. Und ich würde sagen, er wäre ein kompetenter Lehrer. Also er weiß, was er tut. Er hat Ahnung von seiner Materie. Allerdings eine sehr bescheidene Art und Weise, glaube ich, mit Schülern umzugehen. Deswegen, ja, also normalerweise unterrichtet er ja angehende Auroren und da könnte ich mir das auch wesentlich besser vorstellen, weil ich ihn mir ein bisschen als sehr rabiat vorstelle und sehr risikofreudig. Das ist natürlich für jemanden, der schon mit Hogwarts fertig ist und erwachsen ist, etwas anderes als für Kinder. Deswegen, ich, ja, tu ihn mal bei Gibt Schlimmere hin, weil, ja, gibt halt schlimmere Leute. Als nächstes der gute Rubeus Hagrid, der ab dem dritten Schuljahr von Harry Potter selbst Lehrer für pflegemagischer Geschöpfe wurde. Ich mag seine Person, ich glaube, er könnte mir gut was beibringen, weil, naja, Sympathiepunkte sind auf jeden Fall da. Allerdings wissen wir auch, dass er ähnlich wie Mad-Eye nicht unbedingt das allerbeste Gespür für Risiko und so weiter hatte. Von daher, ja, ich würde ihn trotzdem in einen der ersten beiden packen. Lieblingslehrer jetzt nicht unbedingt, oder? Ja doch, ich pack ihn mal als Lieblingslehrer. Na, ich pack ihn hier rein, kann mir gut was beibringen. Also für Lieblingslehrer fehlt noch so ein bisschen was, aber ich glaube, durch seine Sympathie mir gegenüber oder ich ihm gegenüber oder wie auch immer, vielleicht mag er mich ja auch gar nicht, aber ich mag ihn, Leute, und deswegen, ja, das ist ja sowieso die halbe Miete, wenn man sich mit dem Lehrer gut verträgt. Ja, wie gerade vorhin schon angesprochen, haben wir hier jetzt Madame Pomfrey, ist natürlich keine direkte Hogwarts-Lehrerin und in den Büchern hat man sie als sehr, ja, disziplinierte, aber auch faire Person kennengelernt, würde ich jetzt mal sagen. So vom Charakter vergleichbar mit Minerva McGonagall, so in entferntesten Sinne. Fair, aber Disziplin ist ihr wichtig. Gibt schlimmere Leute, also, ja, würde ich sagen, auf jeden Fall. Oje, jetzt kommt Quirinius Quirrell. Wir wissen alle, dass ihm Voldemort aus dem Hinterkopf rausgeschaut hat und ja, haben von ihm als Lehrer nicht ganz so viel mitbekommen. Von daher ist das natürlich jetzt auch relativ schwer zu bewerten. Ich würde sagen, ja, gibt schlimmere auch, weil er hat was von seinem Fach verstanden. Er war jetzt in dem Moment, wo er unterrichtet hat, nicht, ja, böse oder so. Er hat ja seine Rolle bewahrt und deswegen, ja, würde ich ihm das jetzt auch nicht negativ ankreiden, dass er quasi indirekt Voldemort war. Von daher gibt schlimmere Pass, glaube ich, ganz gut. Professor Slughorn, ja, einer meiner Lieblingslehrer auf jeden Fall. Irgendwie erinnert er mich, das habe ich schon mal in einer LBH-Folge gesagt, an meinen alten Geschichtslehrer. Der, ja, den konnte man immer ablenken, wenn man ihn irgendwie am Montag nach dem Wochenende gefragt hat, ey, Herr so und so, wie war Ihr Wochenende? Und dann hat er uns eine Dreiviertelstunde, also quasi die ganze Schulstunde, irgendwas von seinem Wochenende erzählt. Wir wollten das alle gar nicht hören, aber wir wussten, dass wir dann keine Geschichte machen.
Ja, aber ich kann mir den als Lieblingslehrer durchaus vorstellen. Ich finde Slughorn ultra sympathisch und er ist so ein bisschen vertrottelt und ich mag das echt gerne bei Lehrern. Ich weiß auch nicht wieso. Jetzt wird's tricky, Leute. Severus Snape, schwierig. Also, sehr kompetenter Lehrer, aber leider auch absolut kein fairer Lehrer, was man ja auch dazu sagen muss. Es gibt ja einige, die Snape mögen, einige, die Snape nicht mögen. Und die, die nicht mögen, argumentieren halt meistens damit, dass er absolut unfair anderen Häusern gegenüber war oder Leuten, die er nicht mochte. Und das ist natürlich für einen Lehrer absolut toxisch, weil, naja, die sollten halt wirklich nur auf den Lernerfolg und die Qualität im Fach selber Wert legen und nicht auf die Sympathie den Schüler gegenüber. Deswegen würde ich sagen, lerne. Na, wobei, das würde ich auch nicht sagen. Muss mich durch den Unterricht quälen, weil er halt, ja, nicht unbedingt der absolut sympathischste Lehrer der Welt war, außer man war Draco Malfoy, wobei dann auch nicht unbedingt. Kommen wir nun zu meiner Hauslehrerin, Professor Sprout. Und das war ja die Lehrerin für Kräuterkunde. Ich würde sie schon als gute Lehrerin bezeichnen. War ja auch sehr fair, sehr nett und, ja, hat aber den Schülern auch was beigebracht. Kann mir gut was beibringen, Leute. Wüsste nicht, warum ich sie an eine der unteren Stellen packen sollte. Professor Trelawney. Auch eine schwierige Sache, weil, naja, sie hat versucht, was beizubringen, aber ich glaube, ich muss da nicht weiter drauf eingehen, oder? Also, ihre Fähigkeiten als Seherin waren zwar da, aber sehr begrenzt. Von daher, ja, lerne nix, weil sie halt nicht wirklich was beibringen kann. Oh, 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 jetzt geht's richtig rund, Leute. Umbridge ist jetzt am Start und ich glaube, die Frage, wo ich die hinpacke, ja, wird sich keinem stellen, weil ist ganz klar, sie ist eine Verbrecherin und nicht umsonst in Azkaban gelandet. Ja, das gleiche gilt natürlich für die Todesser, also die Caro-Geschwister. Die waren ja im 7. Teil für Muggelkunde und für Verteidigung gegen die dunklen Künste zuständig. Und, ja, waren halt Todesser, Leute. Also, wo soll ich sie sonst hinpacken, außer Verbrecher? Ich denke, das ist einleuchtend. Und seine Schüler zu quälen mit dem Cruciatus-Fluch ist, glaube ich, auch nicht so eine tolle Lehrmethode. Außer man heißt Ron. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Ein sehr toller Lehrer, Leute. Also, ob der jetzt sein Fach beherrscht, darüber müssen wir gar nicht reden, da ein eindeutiges Ja. Ob der diese, ja, Lerninhalte allerdings auch gut vermitteln kann, ist die andere Frage. Und da würde ich aber auch sagen, ja, auf jeden Fall. Also wir haben ihn ja kurz in Fantastic Beasts gesehen. Da, finde ich, hat er das sehr sympathisch und sehr intelligent gelöst. Und ja, deswegen würde ich ihn auf jeden Fall auch zu Lieblingslehrer packen. Argus Filch, ja, muss ich, glaube ich, auch nicht viel erklären. Er ist ja eigentlich gar nicht berechtigt, in dieser Liste zu stehen. Deswegen packe ich ihn mal bei Lerne nix rein, weil er halt nichts beibringen kann. Professor Flitwick ist der nächste, der Hauslehrer von Ravenclaw. Ein extrem kompetenter Lehrer, das steht außer Frage. Und er ist bekannt dafür, dass er die Schüler meistens vor den Ferien hat Spiele spielen lassen und so. Was ich ihm an sich ganz doll anrechne. Deswegen packe ich ihn auch mal zu, kann mir gut was beibringen. Rolanda Hooch, die Schauspielerin, die nicht mehr in Harry Potter mitgemacht hat, weil ihr die Gage nicht gereicht hat. Ja, und Madame Hooch halt der Charakter, der Besenfliegen im ersten Schuljahr beigebracht hat. Ich würde sagen, gibt schlimmere, oder kann mir gut was beibringen? Schwierig. Ich würde sagen, gibt schlimmere. Ich fand sie jetzt nicht so wirklich sympathisch. Sie war ein bisschen seltsam. Ich kann es nicht genau argumentieren, Leute. Ich würde sie aber auf keinen Fall zu kann mir gut was beibringen packen. Gilderoy Lockhart. Also, dass der was beibringen kann, da ist gar kein Thema, Leute. Natürlich kann er nichts beibringen, außer vielleicht den Gedächtniszauber. Aber er ist halt lustig gewesen, Leute. Also, ich meine, ey, wie der die ganze Zeit vor seinen Schülern geflext hat oder so. Das wäre damals zu meiner Schulzeit ein unglaublicher Unterhaltungsfaktor gewesen. Und war es ja auch im Film letztendlich. Und deswegen, ja, lerne nix oder gibt schlimme. Ja, komm, ich lerne nix. Müssen wir ja auch fair sein jetzt. Remus Lupin, Leute. Ganz ohne Zweifel kommt er bei mir zu Lieblingslehrer. Jemand, der einfach unglaublich sympathisch ist, die Unterrichtsinhalte gut vermitteln kann und hochkompetent ist. Also 100%. Besser geht's nicht. Und last but not least, Minerva McGonagall. Ich mag sie auch sehr gerne als Lehrerin. Sie erinnert mich so ein bisschen an meine alte Englischlehrerin. Sehr kompetent, kann die Inhalte gut vermitteln, aber auch unglaublich streng und diszipliniert. An sich finde ich das aber gut, weil, naja, dann schafft sie es besser, die Klasse im Griff zu behalten, was bei mir damals in der Schule halt echt schwer war, weil meine Klasse relativ laut war und dann habe ich es gemocht eigentlich, also zumindest wenn mich das Fach interessiert hat und ich da besser werden wollte, dann hat mich das immer gefreut, wenn es Lehrer gab, der die Klasse in den Griff bekommen hat. Das wäre bei Minerva McGonagall garantiert der Fall
Und deswegen, glaube ich, packe ich sie bei, kann mir gut was beibringen. Doch, ich denke, das passt auf jeden Fall. Und damit haben wir die ganze Liste fertig einsortiert. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr das Ganze da draußen bewertet habt. Und ob eure Tierlist meiner ähnlich sieht. Vielleicht nochmal gerade ein ganz, ganz kurzer Disclaimer, den ich besser hätte am Anfang sagen sollen. Aber ich bin nicht von der Intelligenz geküsst worden, Leute. Es ist immer nur meine eigene Meinung. Es gab unter den letzten beiden Tierlist-Videos einige Leute, die ja sehr böse Kritik geschrieben haben, weil ihre Meinung nicht mit meiner übereinstimmte. Und deswegen nochmal, es ist nur meine subjektive Meinung, Leute. Ihr könnt es komplett anders sehen. Es ist einfach nur meine, ja, spontane, subjektive Meinung. Genau, Disclaimer Ende. So, aber jetzt freue ich mich auf eure Bewertung, auf eure Kommentare, auf eure Tierlists und auf eure weiteren Vorschläge, was ich sonst noch in Tierlists behandeln kann. Schreibt mir das alles gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge nächste Woche Sonntag um 18 Uhr, Leute. Ich freue mich. Tschüss!